Gut, ChatGPT, ich fürchte, du weißt schon, was jetzt kommt. Bitte übersetze mir auch folgenden Text in unnötig komplizierte professoral-intellektuell-akademische Sprache, die sich reimt. Ich schnaube nicht einfach aus, ich rotze derart heftig, dass sich mein Gehirn den Weg aus meinem Kopf über die Nase sucht. Es strömt nicht einfach Nasensaft, es ist eine Schnodderflut von eruptiver Pracht. Mit Kraft, die nahezu unbeschwert den Exodus des Hirns gewährt. Gehirn entweicht, oh welch ein Graus, via Nasenkorridor hinaus. Nicht bloß ein Hauch, die Nase spricht, mit Kraft, die selbst den Schädel bricht. Mit Teigschaber reinige ich bedacht das Resultat meiner Nasenschlacht. Ein gewaltiges Beben meiner Nasenklappen, das Gehirn bedroht, will aus dem Schädel entflappen. Eine Schleimlawine eklatanter Dimensionen, ein Schauspiel voll nasal exponierter Aktion. Wie ein Vulkan, der in mir erwacht, erbreche ich Nasensekret in Menge und Pracht. Kein schnöder Auswurf, hier wird zelebriert und exzessiv Masse generiert.